Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei der verschollenen Braut. Dort oben ist ein Wächter, mit dem wir reden sollten. Hier unten hat Dorfbar so eine kleine Enklave. Und da hinten könnten wir unseren Kunschi hinschicken. Ah ja, wir haben ja Gruppen. Wir haben Gruppen, alles ist gut. Jawohl. Sieht her. Und dann schauen wir uns ein wenig um. Ich zeige euch, was hat dieser Ort denn hier, dieses Kloster? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich zeige euch den. Oh nein, Moment mal, es ist eine Torwache, nicht wahr? Der wird doch schon wieder lustige Sätze sagen, nicht wahr? Sehr, sehr lustige. Ja, Milord. Der gute alte, frühe 2000er Humor. Los geht's. Ja, Milord. Jawohl. So. Hallo, Schnuckel. Endlich kommt jemand mich besuchen. Ich heiße Dada. Und wer bist du? Ja, dürfen wir? Ich bin William Mountbatten Windsor. Das war nicht schön betont. Versuch's doch mal. Übrigens, wie gefällt dir meine Frisur? Erwartest du wirklich eine Antwort? Gut, betonen wir's schöner. Gefällt dir meine Frisur wirklich nicht? Du hast einen Helm auf. Sieht nach Dreiwetterhaft aus. Würdest du mir das Tor öffnen? Dann zeig mir deinen Passierschein. Ohne Passierschein kommt keiner durch das Tor. Einen Passierschein. Kann ich den bei dir kaufen? Bei mir... Oh, falsche Stimme sogar. Bei mir nicht. Du kannst dir hier einen Passierschein besorgen. Besorge ihn, komm erst zurück, wenn du den Passierschein vorweisen kannst. Gut. Ja. Besorgen wir es uns. Was? Ich weiß, ich bin lustig. Ach übrigens, Pilgrim, da ist eine Mine. Ah ne, stimmt, Pilgrim hat seine Sprengfähigkeiten verloren. Der Nutzlose. Natürlich. Jetzt haben wir hier einfach mal ganz kurz einen Batzen Minen, die wir nicht nutzen dürfen. Wir haben auch nicht so viel Holz. Wir sollten ein bisschen Holz hacken. Genau, Gruppe 9 existiert gar nicht. Ihr seid Gruppe 9 und ihr geht Holz hacken. Da drüben. Und Gruppe 8 können wir auch wieder beleben. Denn wir haben alles an Ressourcen außer Holz. Wobei das hauptsächlich durch Veredelung beschafft wird. Aber das ist in Ordnung. Das ist voll und ganz okay. Jawohl. Gut, Gruppe 8. Ihr existiert hiermit wieder und ihr könnt Holz hacken. Da drüben, wo ihr mich nicht stört. Und wo ihr nicht riskiert, irgendwelche schönen Bäume wegzumachen. Gut. Jawohl. Hallo, Passierscheinmensch. Ja, natürlich. Sofort. Ja. Den Anfall. Dürfen wir hier durch? Ihr müsst William Mountbatten Winter sein. Ich bin erfreut, euch kennenzulernen. Es wäre meine Ehre, dem zukünftigen König behilflich zu sein. Ich suche meine Verlobte. Wir wollen bald heiraten. Sie wurde leider von meinem eifersüchtigen Bruder entführt. Ich brauche einen Passierschein, um die Suche weiter fortsetzen zu können. Kein Problem, hier habt ihr ihn. Legt ihn dem Brückenwächter vor. Sag ich? Ihr müsst den Passierschein dem Brückenwächter vorlegen. Nun, danke für den Tipp, aber okay. Wie ihr wünscht. Schub. So soll es sein. Übrigens, ist da hinten noch irgendwas Interessantes? Ja, natürlich. So. Ja. Nö. Wenn's denn sein muss. Nicht wirklich. Ja.
Gut, Brückenwächter. Du hast vergessen, den Passierschein zu unterschreiben. Verdammt. So. William. Nein, nicht Mount. Mount Batten Windsor. Die Unterschrift ist echt. Deine Ausbildung am Elton College hat sich gelohnt. Das Tor ist offen. Dann gehe ich erstmal nach Hause. Ich warte hier auf dich, Schnuckelchen. Schau dich aber vorher hier ein bisschen um. Wie ihr wünscht. Umschauen, sagst du. So soll es sein. Wie ihr wollt. Okay, was ist mit den Feldmönchen? Huch. Ja, ein Mönch taucht auf. Wir haben das Sanatorium zum Blauen Kreuz hier. So soll es sein. Wie ihr wünscht. Da quasseln wir mal den Mönch mal an. Seid willkommen, Sire. Seid ihr freiwillig gekommen oder hat man euch eingewiesen? Es ist kein Kloster. Diese Frage verstehe ich nicht. Was soll das bedeuten? Ich bin... Verzeihung. Hoppla. Ich bin Dr. Bob und betreibe dieses schöne Sanatorium. Ich helfe Alkoholikern, von ihrer Sucht wegzukommen. Jack Daniels. Wer bei mir in Behandlung war, ist anschließend im Vollbesitz seiner Kräfte. Pilgrim braucht diese Bombe zurück. Jack Daniels, komm sofort hier hin. Hier ist jemand, der dir helfen kann. Komm sofort. Ich nehme jede Hilfe an. Hauptsache, es gibt Freibier. In Ordnung. So soll es sein. Ja, ist gut. Wird gemacht. Jo. Ja? William hat mir gesagt, du könntest mir helfen. Das finde ich nett. Ich möchte gerne ein Bier. Ich sollte übrigens nicht mit einer Erkältungsstimme, weil ich natürlich schon wieder eine verdammte Erkältung habe. Ich kriege wirklich jede Woche einen an diesem Punkt. Oh, das ist immer die gleiche und ich verschleppe die immer wieder. Ich sollte damit nicht Pilgrims Stimme machen. Ich mache es trotzdem. Ich bin ein absoluter Psychopath. Wenn du die Behandlung bei mir abgeschlossen hast, brauchst du nie wieder ein Bier. Was? Ich soll nicht eingewiesen werden? Nein, nein, das will ich nicht! Was ist daran so schlimm? Es wird dir gut tun. Und, hast du es dir überlegt? Möchtest du dir helfen lassen? Nur wenn ich zur Belohnung ein Bier bekomme. Möchtest du so enden wie dieser arme Kerl? Oh. Sieh genau hin. Dauernd muss er sich übergeben. Jack Daniels, willst du dem Alkohol entsagen? Ja, ich will die Bombe zurück. So schlimm habe ich mir den Zug nicht vorgestellt. Das hat mich ja gerade aus dem Puschen. Siehst du? Das hat doch gar nicht wehgetan. Du bist nüchtern und könntest jetzt auch wieder über deine Kräfte verfügen. Tut mir leid, Pilgrim, aber leider bist du nur nüchtern nützlich. Betrachte die Sache als erledigt. Jo. Gut. Bomben. Das könnte ein bisschen lauter werden. Natürlich. Ja, Milord. Ja. Ja. Wenn so. Meint, ja, ist gut. Es ist Zahltag. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das... Wir bauen einfach mal einen Lebensschacht hier hin. Habe damit nämlich nichts zu tun. Mach einen dritten Bergwerk draus, um das schnell wegzusensen. Wir brauchen die Minen nicht im Mindesten. Aber ich hätte sie gerne. Nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wisst ihr was, weil ich die Minen so gerne hätte und einfach sage, dass unsere Armee hoffentlich groß genug ist, begehe ich massive Fehler, indem ich die ganzen Sachen hier wirklich baue. Und ausbauen. Ist in Ordnung. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ausbau so. Und wir machen direkt Bergwerke draus. Komplett übertreiben. Eure
Mitarbeiter bezahlen ihre Steuern. Fertig, Meister. Jawohl, Herr. Ausbau abgeschlossen. So. Habt getan, was ihr wolltet. Ist in Ordnung. Ausbau vollbracht. Ja, aus dem Stollen wird das Bergwerk. Der Tag so, wie es sich gehört. Steuern und Sold werden gezahlt. Gut, wir haben natürlich noch zwei Sägewerke stehen. Das dritte haben wir weggestampft, wegen Bevölkerungsplatz. Ich bin müde. Oh, wirklich, Leute. Mine. Wozu bezahle ich meine Steuern? Es gibt nicht genug zu essen. Es ist Zahltag. Das Gebäude ist... Gut, Bergwerk, Bergwerk, Bergwerk. Bergwerk. Ausbau abgeschlossen. Und weil Kundschafter wahrscheinlich aggressiv draufgehen werden, setzen wir noch eine Taverne dahin. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Jawohl. So, das war jetzt noch, senden wir den Kundschafter mal da rein und dann müssen wir schauen, wie wir von hier aus weiterrücken können. Ich zeige euch den Weg. Fertig, ich zeige euch den Weg. Ich zeige euch den Weg. Gerne, natürlich. Eure Arbeiter bezahlen. So, denn Dinge können manchmal ein bisschen besorgniserregend werden. Schaut in die Ferne. So, Wirtshaus. Ja. Das kann ich. Das Gebäude ist ausgebaut. Oh, hallo. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Okay, da müssen wir also hineinstoßen. Lustig, ich weiß. Mit Vergnügen. Ja, jawohl. Wir haben schwere Kavallerie. Das heißt, wenn wir die Leute rausgelockt bekommen, sollte das kein Problem sein. Aber sicher doch. Oppo 0. Kein Problem. Nein, nicht Miliz. Dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Zahltag. Wenn's denn sein. Gebt mir mal zwei Türme. Oder wisst ihr was? Drei. Wir müssen unbedingt das Sanatorium beschützen. Jetzt Feierabend machen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Es ist Zahltag. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ist in Ordnung. So. Biebe können wir jetzt auch benutzen. Ausbau. Würden sich wunderbar benutzen lassen, um hier die Sache wegzusprengen. Aber wir können keine zwei Diebe ausbilden im Moment. Ja. Jawohl. Ausbau vollbracht. Gut. Quick Save. Und dann quatschen wir ihn an. Los geht's. Hallo Süßer, Hallöle Süßer. Ich kann dir leider nicht die Tore öffnen. Wieso nicht? Ich habe doch einen unterschriebenen Passierschein. Oder ist er etwa nicht mehr gültig? Ja, sicher ist er gültig. Das Problem ist nur, dass die Tore blockiert werden. Du musst diese Maschine zerstören. Dann wird die Blockade aufgehoben. Die Kanonentürme drehen sich langsam bedrohlich um. Ja, Herr. Du musst diese Maschine zerstören. Dann wird die Blockade aufgehoben. Aber sicher doch. Seht her. Die Tore öffnen sich. Viel Glück. Was zur Hölle sind das für Tore? Feindlich, feindlich. Ja, okay. Natürlich. Nur Mut. Wir werden siegen. Nun, das ist lustig. Kavallerie vorwärts. Steht im Beschuss darüber. Sofort, wie ihr wollt. Ja, Milord. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ja, Milord. Ja, Milord. Oh, Sian, von da aus kommen auch noch welche. Ja, Herr. Wie ihr wollt. Ja, Milord. Ja. Ja. Übrigens, hier tötet die mal. Haltet die Augen offen. Und ihr, da tötet die mal. Für die Ehre. Kavallerie, kümmert euch da drum. Sofort.
Den Spawner könnt ihr einfach so auslöschen. Natürlich. Feinde greifen euch an. Wie ihr wünscht. Jawohl. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ergreift sie! So soll es sein. Ja, natürlich. Ergreift sie! So, da oben halten die Leute einfach stand. Ich könnte schwören, ich habe gerade einen. Klar, wir hätten die Reiterei hochleveln können, aber es schien es mir nicht wirklich wert. Macht sie nieder. Euer Wunsch ist mir Befehl. Kommt ihr denn bitte her? Ach, hat sie euch wieder aufgefrischt. Das ist mir egal. Hier ist alles tot. Jawohl. Seid unbesorgt. Natürlich. Ja, jawohl. Für euch doch immer. Ich zeige euch den Weg. So. Ahem. Von da hinten kommen sie. Jawohl. Jawohl. Seht her, ihr werdet angegriffen. Huch. Von wo? Von da. Das ist ja sogar erreichbar. Ja, mit Vergnügen. Wenn der Turm uns erreichen kann, können wir ihn das Recht erreichen. Mach den weg. Lehrt sie das Fürchten. Wie ihr wollt. Das ist eine Sache, wo die schweren Reiter eigentlich ihren Spaß haben können. Wir erledigen das. Gruppe 0, können wir eine Reiterei hinten hinsetzen? Dann danke. Haben wir den allen übers Ohr gehauen und er. Dachchef. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. So, solange kein weiterer Turm da ist, um auf uns zu schießen, ist ja alles in Ordnung. Wird angegriffen. Da ist noch ein weiterer Turm, um auf uns zu schießen, nicht wahr? Ja, ist er. Reiter, tötet die da. Wie ihr befehlt. Ja, so soll es sein. Für Ruhm und Ehre. Was tut ihr da? Ah ja, genau, die sind dabei, einen Stall zu bauen. Pilgrim, tu mir mal einen Gefallen. Ja, ist gut. Geht dahin und ihr geht da hinten rüber. Ah, wobei, mal schauen. Wir kämpfen die Feinde hier drüben. Die Helebardiere können uns zwar wehtun, aber ich möchte die Reiter gerne noch ein bisschen leveln. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde. Macht sie mal mächtiger. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Dafür sind wir genau. Konzentriert euch bitte auf die Speere. Die Speere sind gefährlicher. Wir kümmern uns darum. Euer Wunsch ist mir Befehl. Nur Mut! Wir werden siegen! Bis in den Tod! So. Attacke! Und drauf da. Mein schwerer Kavalier mit 72 Schaden sollte eigentlich in der Lage sein, alles zu vernichten, was existiert. Befehlt. Macht sie nieder. Einer eurer Helden wird angegriffen. Genau, greift die Helden an. Damit bin ich vollkommen in Ordnung. Was bedeutet, dass die Reiter nicht getötet werden? Und wenn die Reiter nicht getötet werden, dann töten die. Und zwar sehr gut. Jawohl. Wir erledigen das. Haltet die Augen offen. Pilgrim, geh mal vor. Gut. Setzen wir mal gerne das dahin. Ich möchte, dass ihr das loswerdet. Zahltag. Wir kümmern uns darum. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So. Das gibt ein feines Feuerwerk. Ihr lasst sie mal gewähren. Das kann ich. Ein Held ist in große. Die Reiter kümmern sich um den Ballisterturm da hinten, den ich nicht mag. Ja. Jawohl. Wo rennt ihr bitte hin? Ja, mein Herr. Ich tue mein Bestes. In Ordnung. In Ordnung. Wir erledigen das. Ergreift sie. So, ihr könnt ein bisschen schlachten. Ihr sollt nicht irgendwie angegriffen werden als Erster. Bewacht das Gebiet. Erik kann wieder ein bisschen stärken. Viel Spaß, Reiterei. Und kämpft.
Okay, die respawnen trotzdem. Wird gemacht. Lehrt sie das Fürchten. Der Rest kann hier weiter kämpfen. Ja, mein Herr. Für Ruhm und Ehre. Du bist in einem Zustand. Das sind Speerträger, die auf dich draufschlagen. Wir erledigen das. Da bist du nicht so stark gegen. Haltet die Augen offen. Du kannst dich aber auch zurückziehen, weil du inzwischen auf 5 Sternen bist. Euer Wunsch ist mir Befehl. Jawohl. Mit Vergnügen. So. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ergreift sie. Hört auf, da hinten zu patrouillieren, kommt hier rüber. Männer, wir gehen auf Patrouille. Wie ihr befehlt. Ja, mein Herr. Ja. Gut, Kunchi. Sieht hier. Was sieht ein Fernglasauge? Ich zeige euch den Weg. Zahltag. Sofort. Setzt 2 Türme hier hin, lasst die Schützen noch da hinten stehen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Haben wir noch einen Reitertrupp? Doch, wir haben hier noch einen Reitertrupp, der nicht auf 5 Sternen ist. Aber insgesamt sind die alle schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und alle haben den Bonusschaden bereits. Natürlich. Für euch doch immer. So, beschleunigen wir ein wenig, wenn wir uns hier umschauen. Seht durch mein Fernglas. Oh, Sian, das ist angreifbar. Für euch doch Schützen. Immer. Ja. Ich zeige euch den Weg. Ich zeige euch den Weg. Seht durch mein Fernglas. Seht her. Ich zeige euch den Weg. Oh, hallo. Für euch doch immer. Schaut in die Ferne. Das sieht aus wie ein Gegner, der rekrutiert. Seht durch mein Fernglas. Und zwar nicht wenig. Der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Seht her. Seht her. Wir bleiben hier. Jawohl. Sofort. Jetzt könnt ihr drauf schießen. In große Gefahr. Ja, wenn ihr meint. Ja, gut. Zerstört die Tore. Nö. Nö, tue ich nicht. Habe ich kein spezifisches Interesse daran, Tore zu zerstören. Ja. Seht durch mein Fernglas. Hallo. Das ist da und das möchte ich noch nicht angreifen. Zahltag. Da möchte ich lieber. Kein Problem. 3 Türme haben. Ja, ja. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich und dann hier runtergehen und mit dem Kundschaft auch ein bisschen weiter erkunden. Kavallerie bereithalten. Wir haben hier nämlich 6 Trupps Ablästenschützen und da möchte ich nicht mit gegen anrennen. Damit möchte ich nicht dagegen anrennen. Natürlich. Ich habe das Gefühl, hier könnten wir noch etwas finden. Ich habe getan, was ihr wolltet. Mit Vergnügen. Uns irgendwie einen Vorteil erschließen. Ich zeige euch den Weg. Für euch doch immer. Fertig. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Können wir noch einen 4. Turm setzen, der in der Lage ist, richtig zu schießen? Ach, mal sehen. Ist gut. Ja, Milord. Wie ihr wollt. Ja. So soll es sein. Wie ihr wünscht. Da oben rennt noch leichte Kavallerie herum. Ja, natürlich. Jawohl. Natürlich. Jawohl. Ja, natürlich. Wie? Und weiter kommen wir hier nicht. So soll es aber das müssen wir auch gar nicht. Schaut in die Ferne. Es reicht, dass wir von hier aus in der Lage sind, diese Türme loszuwerden. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Halt! Angriff! Angriff! Auf in den Ich weiß, dass ihr die Reichweite habt. Halt. Benutzt sie. Ergreift sie. Nur Mut. Wir werden siegen. Ja, mein Herr. Das kann ich. Euer Wunsch ist mir Befehl. Bis in den Tod. Ich tue mein Bestes. So, beschleunigen im Kämpfen ist immer eine Kackidee. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Ich tue mein Bestes. Ja, mein Herr. Halt. Attacke. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wir bleiben hier. Auf in den Kampf. Der Tag. So, schön brav schießen. Danke. Sollt werden gezahlt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt.
Jetzt könnten die Fernseher hinten noch ein bisschen ausdünnen, wenn der Kundschaft danach aber gerückt kommt. Doch. Ihr könnt da und da jeweils zwei Kanonentürme auf, jeweils ein Kanonenturm aufsetzen. Aber sicher doch. Schaut in die Ferne. Seht her. Ich zeige euch den Weg. Schaut in die Ferne. Denn diese Kanonentürme. Oh, guck mal, da hinten ist ein Turm. Oder eine Motte, die weg muss. Da gibt es noch ein Dorfzentrum. Diese Türme sollen hier den Nachschub eindämmen und den Gegner ein bisschen ärgern. Ja, aber sicher doch. Seht her. Fertig, Meister. Seht durch mein Fernglas. Irgendwas, wo wir jetzt schon direkt rankommen können. Schwarze Festung da drüben. Schaut in die Ferne. Seht Kathedrale ganz da hinten. Ja, gerne. Ja, für euch doch immer. Von der Position aus da kann man was machen. Ihr baut mal aus. Macht die Bäume da mal weg. Gerne. Und wir können von hier hinten. Wir können einfach von da noch einen Kundschafter bestellen. Die Forschung mal durchtreiben. Ausbau fertig. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Forschung abgeschlossen. So, 200 Dosen. Du, mein Freund. Wir haben hier oben noch nichts. Ja, gerne. Mit Vergnügen. Haben wir irgendeine Möglichkeit, die Brücke wieder rüber zu ziehen und zurückzugehen? Denn hier waren wir noch nicht. Und ehrlich gesagt beunruhigt mich dieser Bereich hier hinten ein wenig, weil wir uns nicht nach hinten abgesichert haben. Das sollten wir schnell ändern. Dachchef. Ich zeige euch den Weg. Seht durch mein Fernglas. Gerne. Fragen mich, ob es einen Weg gibt, hier hinten wieder zurück rüber zu kommen. Mit Vergnügen. Und was uns da erwarten könnte. Ich bin fertig hier. So. Kann ich jetzt Feierabend machen? Weiterer Kanonenturm. Ich zeige euch den Weg. Seht her. Fertig. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So, ihr könnt von hier aus mit Hilfe des Kundschafters das Dorfzentrum wegschießen. Macht sie nieder. Auf in den Kampf. Wie ihr befehlt. Bis in den Tod. Ich weiß nicht, dass ihr die Reichweite habt. Und im Zweifel wird ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet, damit ihr auch wirklich so weit schießen könnt. Bis in den Tod. Stopp. Wir bleiben hier. Halt. Halt. Nur Mut. Wir werden siegen. Ist in Ordnung. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Zahltag. Na gut, bis zum Ballisterturm kommen wir nicht ganz hin. Wir bleiben hier. Stopp. Macht sie nieder. Angriff. Aber das kann weg. Und dann können wir sehen, ob da ein Siedlungsplatz hinter ist. Und ob wir damit planen können. Angriff. Ja, gut. Ja. Damit lässt sich planen. Kenntnis genommen. Ja, mein Herr. Geht die Truppen mal hierhin zurück. Wir gehen hier näher ran und schauen uns das nochmal genauer an. Gruppe 0 können wir einen Schießpatienten hinsetzen. Ja, können wir. Gut. Zahltag. So, Truppen, die hierher kommen, werden jetzt direkt zusammengeschossen. Das zieht dem Feind seine Ressourcen schon mal aus der Tasche. Was Sinn der ganzen Übung ist. Und wir holen übrigens noch einen Kundschafter. Seht durch mein Fernglas. Das Gebäude. Okay, hier wird doch irgendwas. Seht durch mein Fernglas. Warum? Können wir mit den Helden zurück? Und den Einsiedler wieder aktivieren, damit wir einen Rückweg hinkriegen können. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja. Denn irgendwas fühlt sich komisch daran an, dass wir dieses Gebiet hier nicht haben dürfen. Und nichts tun können. Ich hab getan, was ihr wolltet. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold. Ich meine, es ist genauso gut möglich, dass es einfach der Fall ist. Aber das müssen wir sehen. Mit Vergnügen. So, wir wissen, dass die feindlichen Fernkämpfer und Reiter von hier hinten irgendwo herkommen. Und die überleben das nicht. Die feindliche Kaserne ist hier vorne. Seht durch mein Fernglas.
Meint ihr, unsere am besten Schützen kommen da dran? Ich tue mein Bestes. Es ist möglich.